Steinmauer. Nee. Was hast du noch? Blutpflege. Ah, das war Hogun Mogunfähigkeit. Ja, hier müssen wir jetzt aufpassen. So, hier könnten wir jetzt quasi... Ja, ich würde sagen, wir greifen hier einfach an, ne? An die anderen kommen wir von hier nicht. Bitte bewegen. Niedertrampeln will ich da nicht, das brauche ich nicht. Hier reicht ein einfacher Angriff. Uns ein Ansehen. Achso, wegziehen brauchen wir an der Stelle eigentlich nicht. Ja, hier wird es gerade kritisch. Und die sind, der ist bald wieder dran, ne? Wird sie gleich dran sein und dann ist er schon wieder und dann, ich glaube, hier Hakon wird das nicht schaffen. Ja, vielleicht. Ja, mal schauen. Du kannst von da nicht angreifen. Ab hier könntest du ihn erreichen. Ab hier könntest du beide erreichen. Ziehen wir dich erstmal hier hin. Du bist, glaube ich, gut geschützt. Durch den Bär. Ja, wir müssen jetzt töten. Ah, die Pfeilfalle ist hier gerade irgendwo explodiert, aber nichts passiert. Das ist jetzt die Frage, ne? Der macht nicht so viel. Wenn ich. Ah, die Seite hier könnte ich ihn ziehen. Dann können wir ihn immer noch angreifen mit anderen Leuten. Ja, drei sollte reichen. Ich will noch mal kurz schauen. Was war das? Nein, das will ich nicht. Zerfleischen. Verteilt Schaden zwischen Stärke- und Rüstungsschaden gegen bis zu drei benachbarte Ziele vor dem Bären. Das sollte ich mir auf jeden Fall merken. Will ich allerdings jetzt hier an dieser Stelle nicht, sondern einen normalen Angriff. So. Ist mal keiner von uns umgekippt. Das finde ich gut. Kann ich auch den Bär befördern? Kann ich nicht, ne? So, Skatach könnte befördert werden. Und es gibt 12 Ansehen. Was ein Spießrutenlauf hier durch die Stadt. Immer wieder kämpfen. Petrus mobilisiert seine Männer mit ungeheurem Geschick. Mit seiner Hilfe schaffst du es, den Überfall schnell abzuwehren. Nachdem Petrus seine Klinge vom Blut gereinigt hat, fällt er mit Faustschlägen und Tritten brutal über Roger her, bis dieser zu einem zitternden Ball zusammengerollt auf dem Boden liegt. Die Prügel findet ein Ende, als Petrus zufrieden ist. Der Kämpfer, der sich in der Schlacht zu euch gesellt hat, schreitet unweit von euch auf und ab. Bastarde, dreckige Bastarde. Es war ein elendiger, harter Weg und ich war nicht bereit, gute Männer derart zugrunde gehen zu sehen. Ich bin Gudmunder, fährt er fort. Viele von uns hier kommen aus Bindal. Ich war selbst dort Befehlshaber. Er blickt auf sein zertretenes und blutbeflecktes Banner und bemerkt dann deines. Obwohl ich zugeben muss, dass es für uns besser laufen könnte. Du verstehst, was er damit sagen will. Ja, noch mehr aufnehmen. Ne, der wollte uns helfen. Der hat zwar jetzt im Kampf überhaupt nichts gemacht. Er kam nur angerannt. Aber so einen weiteren... Ich bin aktuell immer noch im Modus. Ne, gib mir Leute. Gib mir viele Leute. Schlag dich weiter so wacker, wie du es vorhin getan hast. Dann kannst du dich uns gerne anschließen. Natürlich. Ich schwöre es, antwortet Gudmunder.
Er sammelt sein zerfleddertes Banner ein und lässt seine Leute davon benachrichtigen. Er war halt, ne, die ganze Stadt war eigentlich gegen uns. Okay, in dem Kampf jetzt nicht mehr, aber letztendlich sind wir die Komischen, die angegriffen werden. Und er tritt als Einziger aus der Menge hinzu und schlägt sich quasi auf die Seite der Außenseite. Eieieiei. Das war aber viel. Petrus und Gudmunda unterhalten sich, während du zur großen Halle weitergehst. Offenbar sind sie verwandte Geister. Sind die Zahlen gestiegen? Haben zwar wieder kurz Vorräte, aber insgesamt, ne, das wird immer größer. Und jetzt wieder über 1000 Leute, ne? 1150 so ungefähr. Sieht nach verdammt vielen Stufen aus. Ich sehe noch keine Stufen. Zweifelsohne fühlt sich Meinolf deswegen dort oben auf seinem sicher irgendwas. Sein Thron vielleicht? Habe ich zu langsam gelesen. Weil ich immer noch die Leute am Durchrechnen war. Es sind 1173. Endlich näherst du dich den schwarzen Steinmauern tief im Zentrum von Abarang. Petrus weist dich an, die Treppe hinaufzugehen, während er Ruger wegschleppt. Olaf schnaubt wütend, als sie herausfindet, dass sie dich nicht begleiten darf. Sieht so aus, als wären nur die wichtigen Leute eingeladen, schimpft sie. Ich versuche, einen Platz für die übrigen von uns zu finden. Was meinst du, wo postieren wir uns am besten? Ich denke, Odlife, die kennt die Sachen. Die ist jetzt nicht wütend auf uns, weil es ja nicht so, dass wir gesagt haben, komm nicht mit, sondern der König will halt nur uns empfangen. So, so nah an der großen Halle wie möglich, hinten in der Nähe der Tore, für den Fall, dass unsere Hilfe dringend benötigt wird. Ja, ist die Frage, wenn es jetzt in der großen Halle irgendwie Ärger gibt, dann ist es schön, wenn die Leute hier sind. In der Nähe der großen Tore, wenn wir wieder irgendwo die guten Leute spielen wollen. Die Frage ist, will sie jetzt wirklich, dass wir eine Entscheidung treffen? Oder ist es auch okay zu sagen, du triffst das Urteil, du bist lang genug bei uns, du weißt, wo es richtig ist? Ja. Aber es ist dann. Ja, bei ihr hatten wir eigentlich nie das Problem, dass sie unsere Führungsstärke angezweifelt hat. Aber trotzdem wäre es natürlich dann, sie fragt uns. Uns könnt ihr trotzdem Sicherheit geben, wenn ich ihr etwas befehle. Ich muss übrigens mal kurz husten. Ich glaube, ich möchte sagen, bleib mal in der Nähe der Tore für den Fall, dass da irgendwas passiert. Also bei Meinolf jetzt in der großen Halle, da wird nichts passieren. Hör mal, sagt Odlife, wir müssen nicht immer an vorderster Front kämpfen, weißt du? Aber ich versuche etwas zu finden. Als Odlife sich aufmacht, blickt sie zurück in Richtung des Plateaus. Dort oben sollten wir sein. Den König wohl dazu bringen könntest, dir zuzuhören. Okay, sie ist nicht so zufrieden mit unserer Entscheidung. Ich bin ja gespannt, was bei Meinolf passiert. So, das schwarze Felsenplateau wirft einen langen indigo-blauen Schatten auf dich, einer Sturmwolke gleich. Als du die Stufen hinaufläufst, weichen die sattgrünen Hügel, die du zunächst siehst, einem morbiden Panorama aus Gemetzel und Finsternis. Nachdem du vor König Meinolf gerufen wurdest, man tritt ja vor den König, stehst du schließlich in einer Reihe mit wohlhabenden und mächtigen Männern mit langen Namen und Bannern. Hakon ist hier und auch Canary. Doch alle machen einen weiten Bogen um die beiden. Ja, zumindest um beide. Vor deinem Platz am Ende dieser enormen Halle aus
Nein. Ich hab's manchmal nicht mit der Grammatik. Von deinem Platz am Ende dieser enormen Halle aus wirkt König Meinolf auf seinem Thron klein und verschrumpelt. Und quasi die reichen Leute, die sind hier oben in Sicherheit. Er spricht langsam, als würde er ganz vorsichtig durch Spinnweben alte Erinnerungen schreiten. Du kannst nur Bruchstücke hören wie Sinneswandel und schwache Schützen. Schließlich gibst du auf, die Worte zu verstehen. Das klingt wie die leeren Worthülsen eines Politikers. Plötzlich wird es in der Halle still. Alle drehen ihren Kopf in deine Richtung und starren dich an. Der König winkt dir zu und du trittst an ihn heran. Gut, ich habe gedacht, da kommt vielleicht eine kurze Zwischensequenz, aber nein, wir sehen nur, wie wir davor stehen. König Manolf spricht also mit uns. Damit schickt der König die Menge fort und nimmt dich zur Seite. Dir persönlich habe ich zu danken, dass du meinen Sohn nach Hause gebracht hast. Ach, Ludin! Schnüsselprinz, ich erinnere mich. Nun muss ich dich leider um einen Gefallen bitten. Die Straße von Bürstgard nach Aberang ist lang. Vor allem, wenn man sie sich mit einem Mann wie Rogar teilen muss. Sag mir, wie ist es dir mit ihm ergangen? Ja. Letztendlich, ich wollte ihn, glaube ich, mitnehmen. Der ist doch erst nach Bürstgard, ist er auf die böse Seite quasi, hat er dich geschlagen. Und ich glaube, wir hatten damals ein Abkommen. Wir haben uns so gesagt, okay, wir nehmen dich mit und dann bist da und dann kriegen wir es schon hin. Ich glaube, so würde ich das sagen. Hat es uns nicht leicht gemacht, aber wir hatten ein Abkommen. Gut, wenn man jemanden nicht versteht, dann versteht man auch nicht, wie er handelt. Und am Ende ist man überrascht, wenn er einem einen Dolchstoß in den Rücken verpasst. Mit einem schwachen Lächeln klopft Meinolf sich selbst auf die Schulter. Sich selbst? Okay. Wie du wahrscheinlich bereits weißt, hat er versucht, mich zu vergiften. Das war am Ende des zweiten Teils. Wir kennen den Meinolf eigentlich schon. Und damals wir hatten schon mal für ihn quasi persönlich gekämpft. Er hat es getan, als wir uns im guten Glauben trafen, den Frieden zu verhandeln. Meine Magier haben bisher kein Heilmittel finden können. Ach, das ist nicht gut. Rogar und ich, haben eine weitzureichende, von Leid getränkte gemeinsame Vergangenheit. Er wird mir mit Freuden dabei zusehen, wie ich auf dem Thron verwelke. Aber vielleicht kannst du ihm ein Gegengift abluchsen. Überzeuge ihn für mich. Oh. Ich glaube nicht, Rogar, dem können wir die Nase brennen, den können wir am Bein abtrennen. Ich glaube, das würde er nicht machen. Bin ich wirklich unsere größte Hoffnung hierfür, könnte ich fragen. Herr König Meinolf denkt das halt, weil wir schon einige Zeit mit Rogar unterwegs waren. Oder wir könnten sagen, im Gegenzug möchten wir aber auch was, ne? Also entweder direkt im Gegenzug oder meine Clan-Mitglieder haben viele Bedürfnisse, das wären dann wahrscheinlich Vorräte. Ich möchte mal mir offen anhören, was wir denn dafür bekommen können. So weit ist es nun eben gekommen. Der König wirft dir etwas zu, das einen Moment lang in der Luft aufglitzert. Er legt eine Hand an seinen Kopf. Nimm das und verwende es, wie du willst. Ich werde es bald nicht mehr brauchen. Meinolfs Armband, ein neuer Gegenstand. Der König ruft nach Petrus und bald hörst du die Schritte seiner harten Stiefel in dem hohen Raum hallen. Mein König? Hauptmann Petrus, unsere Freundin Alette bereit ist, mit Rogar zu sprechen. Und Petrus, folge den Anweisungen der jungen Alette. Du bist nun ihrem Befehl unterstellt. Okay. Sorge dafür, dass diese Sache so bald wie möglich ein Ende findet. Ein
Ehrengast. Wir haben Ansehen bekommen. Ich glaube, Petrus ist damit ab jetzt in unseren Truppen und wir haben einen neuen Gegenstand bekommen. Aber wir müssen jetzt, Moral ist aktuell richtig gut. Gute Moral. Hier könnten wir mit Petrus zu Rugger gehen. Oder mit Odleif sprechen. Oder ausruhen. Die Stadt verlassen können wir nicht. Hier ist noch ein Markt. Ich würde sagen, erstmal mit Odleif, ne? Weil sie musste ja zurückbleiben. Sprechen wir erst mit der und schauen, ob sie da alle gut untergebracht hat. Da bist du ja wieder. Also, worum ging es? Was hatte der König zu sagen? Irgendetwas, womit wir unseren Streit beilegen könnten. Er will, dass ich mir von Rugger irgendwie ein Gegengift besorge. Seit Meinolf stirbt, wird jeder in der Stadt in die Stadt gelassen, unter seinem Schutz. Ich frage mich, ob ich meine Meinung dahingehend ändern würde, wenn ich wüsste, dass das Ende naht. Etwa nein? Quatsch, du weißt genau, was ich meine. Ja, Odleif. Wie findest du das Ganze? All das hier? Kannst du das etwas eingrenzen? Sie lächelt höflich und wartet auf deine Frage. Was würdest du an meiner Stelle machen? Was hast du überhaupt mit den Pferdebürtigen zu schaffen? Was wollen wir denn wegen Rugger unternehmen? Oder wir müssen zurück zum Lager. Vielleicht hat sie irgendeine Idee, wie wir Rugger überzeugen könnten, uns ein Gegengift zu geben. Kötter, ich wünschte, es gäbe ihn gar nicht. Du weißt, dass er nicht einfach so ein Heilmittel herausrücken wird. Jedenfalls nicht, ohne einen hohen Preis dafür zu verlangen. Aha, denke ich auch. Er spielt mit dem Leben der Leute, nur um sich selbst einen Vorteil zu verschaffen. Warum haben Kerle wie er immer Erfolg? Keine Ahnung, kann ich sagen. Herrschaft kommt zu denen, die den starken Drang haben zu herrschen. Oder unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Bedürfnisse. Ja, ne? Starker Drang und dann nimmt man keine Rücksicht, sondern nimmt es sich einfach. Odleif weiß zum Beispiel, dass wir niemals den Drang hatten zu herrschen. Wir haben es notgedrungen gemacht, nachdem unser Vater gestorben ist. Du meinst Verrückte? Ja, vielleicht auch. Du wendest so viel Zeit und Mühe auf, immer das Richtige zu tun, und dann kommt Rugger. Selbst wenn er auf Schritt und Tritt Kinder abstechen würde, würden ihn die Leute dafür lieben. Ja, andere Leute setzen sich nicht für Waffenverbote ein und die Leute lieben sie. Aber was sollen wir da machen? Drohungen und Schläge scheinen nicht zu wirken, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Der kann ganz schön was einstecken, das muss ich ihm lassen. Ich kann ihn aber auch nicht töten. Wegen Meinolf. Was will er denn überhaupt? Den Thron? Was bringt es dann, Abarang ein paar Tage lang zu regieren, bevor die Dunkelheit es sich zurückholt? Igitt, mir reicht es jetzt wirklich mit diesem Rugger. Reden wir über etwas anderes. Sie lächelt höflich und wartet auf eine Frage. Natürlich. Ja, dann können wir natürlich mal sagen, jetzt. Ne, was hast du mit den Pferdebürtigen zu schaffen? Das ist jetzt aus meiner Sicht ein bisschen falsch. Weil sie ist ja nicht verantwortlich für die Pferdebürtigen. Ich habe damals entschieden, die aufzunehmen. Und habe jetzt auch entschieden, nachdem wir gehört haben, dass sie Tolia geplündert haben, die trotzdem zu behalten. Ich finde die Frage falsch, aber ich werde mal so ein bisschen mehr Lore da rauskitzeln. Zu schaffen? Was meinst du damit? Also willst du zu tun, als würdest du gar nicht im Schilde führen? Hä? Nicht streiten. Das war überhaupt nicht meine Absicht. Ich habe dich kichern gehört, als du das erste Mal welche gesehen hast. Ich kichere nie. Na gut. Mach sowas einfach nicht nochmal. Versprochen? Ja. Das lief jetzt nicht so, wie ich es mir gedacht hatte. Als ich ein kleines Mädchen war, hat mir mein Vater oft Bilder von Pferden gezeigt. Sie sahen fantastisch aus. Ich hätte so gern eins gewollt. Dann erzählte er mir, dass sie alle getötet wurden, vollkommen ausgelöscht. Kennst du diese Geschichte? Sagt mir aktuell noch nichts, nein.
Die Legende besagt, dass die Webmutter die Pferde und ein anderer Gott aus diesen dann die Pferdebürtigen erschaffen hat. Aber eine lange Zeit haben Pferdebürtige und Pferde wirklich nebeneinander existiert. Sie sahen, dass die Menschen Pferde für die Landwirtschaft und als Lasttiere nutzten und wussten natürlich nicht, wie sie reagieren sollten. War das Sklaverei? Waren Pferde wie Kinder für sie oder nur eine lebendige Erinnerung daran, dass sie selbst Tiere sind? Das Gleiche können wir auch über die Wahl fragen. Also das ist wohl kaum das Gleiche. Wale sehen doch anders aus als Joks. Ach, das waren die riesigen Viecher, ja. Keine Debatte darüber, wie die Pferdebürtigen erschaffen wurden. Auf jeden Fall heißt es, die Pferdebürtigen außer sich gerieten und lieber alle Pferde umbrachten, als jemanden Pferde besitzen zu lassen. Dann kämpften sie ein bisschen gegen die Menschen und zogen sich schließlich weiter nach Süden zurück, bis wir sie jetzt wieder getroffen haben. Man sagt, dass die Pferdebürtigen sich so sehr für die Massaker schämten, dass sie nie mehr zurückkehrten. Wer weiß schon, was wirklich stimmt. Bis zu dem Moment, als ich zum ersten Mal welche sah, wusste ich nicht einmal genau, ob es Pferdebürtige wirklich gibt. Aber es gibt sie wirklich. Es gibt sie tatsächlich. Und sie sind wunderschön. Und sie bereiten uns alle möglichen Probleme. Das breite Strahlen weicht aus Ortleifs Gesicht. Was du nicht sagst. Sie lächelt höflich und wartet auf meine Frage. Ich muss mich entschuldigen, dass ich einen Frosch im Hals habe und mal wieder kurz husten muss. So, was würdest du denn an meiner Stelle machen? Ja, das ist nicht so einfach, wenn man weiß, dass man stirbt, ne? Du kennst mich ja. Ich will, dass alle überleben. Und sie sich vielleicht nicht einmal gegenseitig hassen. Rogas Männer sind Schweine, aber ich glaube nicht, dass sie den Tod verdienen. Ich bin nur froh, dass die Wale auf unserer Seite sind. Aber ich bin nicht der König, also ist wahrscheinlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Sie wartet auf meine Frage und wir müssen zurück zum Lager. Ja, das sollten wir wohl. Kommst du zurecht? Bist du es nicht manchmal leid, immer das Richtige zu tun? Doch, manchmal schon. Ja, du hast keine Ahnung. Nun, ich habe eine gewisse Vorstellung. Denk einmal daran, dass du hier jemanden hast, an den du dich wenden kannst. Versuch nicht, das Ganze allein zu stemmen. Und Oddlife ist weiterhin so ein bisschen... Ja, unsere Mutter versucht uns zu lehren. Moral ist noch weiter gestiegen.